Danach erwähnt er hier einige Beispiele aus einigen Ereignissen der Aschia, der gutmütigen und wohltätigen Menschen, damit du siehst, wie sie waren, wie sie im Umgang mit dem Geld waren. Es ist wie gesagt nicht schlimm, dass Geld in deiner Hand ist, es sollte aber nicht in deinem Herzen sein. Das ist der Unterschied. Geld soll in deiner Hand, kannst du in Massen haben, sollte aber nicht im Herzen sein. Hier sagt er, er beginnt mit dem Propheten, weil er das allerhöchste Maßstab ist, dass der Prophet wohltätiger war, also schneller in seiner Gutmütigkeit und Wohltätigkeit war als die freien Winde. Wo es auch Möglichkeiten gab, der Wohltätigkeit, dort hast du ihn gesehen. Wie es bei Bukhari überliefert wird. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwada min rihin mursala. Er war gutmütiger, also schneller mit seiner Gutmut als die freien Winde. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Und am gutmütigsten war er im Monat Ramadan. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie auch überliefert wird, zu seinen Eigenschaften, dass er nie über etwas gefragt oder um etwas gebeten worden ist, wozu er Nein gesagt hätte. Niemals Nein gesagt. Er hat einmal einem einzigen Mann, Schafe gegeben, eine ganze Schafsherde, die einen ganzen Bergweg gefüllt hat, also den Weg zwischen zwei Bergen. Voller Schafe hat er einem einzigen Mann gegeben. Und daraufhin ging dieser Mann zu seinem Volk zurück und sagte, Ya qawmi aslimu, mein Volk, nehmt den Islam an, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Muhammad gibt aus wie jemand, der gar keine Angst um Armut hat. Na. Es wird auch überliefert, dass Uthman, radiyallahu anhu, dass Talha hat ihm 50.000 Dirham geschuldet. Talha hat Uthman, radiyallahu anhu, 50.000 Dirham geschuldet. Uthman war einer der reichen Sahaba, er war Händler. War ein Händler zur Zeit des Propheten, auch nach dem Sterben des Propheten, war er immer noch Händler, hat diese Tätigkeit fortgeführt. Und Talha ist dann zur Moschee gegangen, Uthman ist zur Moschee gegangen, hat Talha dort getroffen und er hat zu ihm gesagt, dein Vermögen steht bereit, du kannst es abholen. Und dann sagt er, Huwa lak, es ist für dich, also das Geld, was du zusammengehortet hast, deine Schuld auszugleichen, das ist für dich, Huwa lak, ya Aba Muhammad, ma'unatan ala muru'atik, damit du dir damit hilfst, sozusagen deinen Ruf zu erhalten, also durch Gutmütigkeit und derartiges. Und ein Beduine kam zu Talha, diesen eben genannten, und er hat sich bei ihm bekannt gemacht durch eine gewisse Verwandtschaft zu ihm. Verwandtschaft ist nicht immer bekannt, ne? Manchmal findet man Leute, die mit dir irgendwie verwandt sind, wobei du das gar nicht gerechnet hast. Also das ist eine entfernere Verwandtschaft. Er hat sich bei ihm auch so bekannt gemacht durch eine gewisse Bindung zu ihm und hat ihn um etwas gebeten. Er sagte Talha radiallahu anhu, er sagte, wegen dieser Verwandtschaft, dieser Verwandtschaftslinie und Bindung, hat mich noch nie jemand um etwas gebeten, und er hat ihn daraufhin 300.000 Dirham gegeben. Urwa überliefert, dass Aisha radiallahu anha an einem einzigen Tag 70.000 ausgeteilt hat und sie hat selbst Kleidung getragen, die geflickt war. 70.000 ausgeteilt, aber selbst geflickte Kleidung getragen. Ebenfalls wird überliefert, dass sie an einem einzigen Tag eine größere Summe ausgegeben hat. 180.000 hat sie unter den Menschen ausgeteilt. Am Abend hat sie dann zu ihrem Dienstmädchen gesagt, bring uns doch etwas zu essen. Bring uns was zu essen. Da hat sie ihr Brot und Öl gebracht. Und dann sagte ihr Dienstmädchen, konntest du nicht mit einem Dirham etwas Fleisch für uns kaufen heute? Bei dem, was du unter den Menschen ausgeteilt hast? Da sagte sie, hättest du mich erinnert. Das sind selbstlose Menschen gewesen. Das ist Selbstlosigkeit, ne? Dass man sich selbst vergisst. Ja. Ebenfalls wird überliefert, dass Ali ibn Hussein, er trat bei Muhammad ibn Usama ibn Zayd bei ihm zu Hause ein, bei seiner Todeskrankheit,
Und er hat ihn weinend vorgefunden. Da fragte er, was mit ihm los sei, was denn sei, warum er weint. Er sagte, ich habe eine Schuld. Das zeigt auch, wie die Salaf waren, der Angst hatten, mit Schulden zu versterben. Die Schuld ist nämlich eine schwere Sache. Deswegen hat der Prophet manchmal für eine Janaza nicht gebetet, wenn sie Schulden hatte, bis irgendjemand diese Schuld übernimmt und sie ausgleicht. Dann sagte er, ich habe Schulden. Dann sagte er, wie viel? Er sagte 15.000 Dinar. Ihr wisst, der Unterschied zwischen Dinar und Dirham. Dinar ist aus Gold. Dirham ist Silber. Ein Dinar entspricht ungefähr 45 Gramm Gold ungefähr. Ein Dinar. Und dann sagte Ali ibn Hassan, er sagte, ich übernehme sie. Ebenfalls wird überliefert, dass eine Person zu Ma'an kam und er sagte, ja Fulan oder ja Ghulam, sagte er zu ihm. Ghulam sozusagen, um ihn ein bisschen zu erniedrigen. Ghulam ist eigentlich so, sagt man so zu Knaben und Jungen. Man ruft sie damit auf. Er sagte, Naqati wa alfu dinar. Mein Kamelstute und 1000 Dinar, die du mir schuldest. Da hat er ihm die ausgehändigt und er kannte ihn nicht mal. Ist ja vergeben und kannte ihn nicht. Ma'an war ein Amir. Ja. Qais ibn Sa'd ibn Ubadah war krank und es ist ja so, dass man, wenn man krank ist, dass man, oder wenn man todkrank ist, dass man Besucher erwartet, dass die Leute ihn besuchen. Aber er hat sich gewundert, dass niemand zu ihm gekommen ist. Und dann hat er sich erkundigt bei den Anwesenden, was denn die Menschen von ihm abhalte. Dann sagten sie, sie schämen sich vor dir wegen den Schulden, die sie haben. Und es waren nicht wenige, die ihm Geld geschuldet haben, die wir gleich sehen werden. Dann sagte er, nieder soll das Geld gehen, wegen dass die Geschwister abhält, dass die Geschwister zurückhält. Und dann hat er jemanden ausrufen lassen, dass wer auch immer ihm etwas schuldet, er ist frei von ihm. Und dann sagt der Überlieferer, am Abend war seine Treppe zerstört, wegen den vielen Besuchern, die gekommen sind. Rein und raus, rein und raus. Kann sein, dass die Treppen aus Holz waren, ich weiß nicht.